Freistoß, Rechtsfuß, Eamon Demay, aber genau in die Mauer. Zweiter Ball nochmal über die rechte Seite gespielt zu Graudenz. Der redet schon um die eigene Achse. Graudenz wird gezupft, wird gehalten, aber bringt den Ball wieder auf Eamon Demay. Eamon Demay im 16er, Eamon Demay, Tor! Ja, mit einem sehr stolzen Gefühl. Also mit einem sehr stolzen Gefühl. Mit habe so viele Sachen erlebt. Ich habe mich hier etabliert. Zwei Kinder sind hier geboren. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein großer Teil mein Leben war. Ja, wir haben leider in der Zeit nicht so viele Höhepunkte, sage ich mal, erreicht. Natürlich bleiben ein paar Spiele in Erinnerung, die eine große Bedeutung hatten damals in der Tabelle. Aber im Endeffekt bleibt eher die ganze Zeit in Erinnerung als ein oder zwei spezielle Spiele. Ich denke, jeder Fan, der jetzt zum Tivoli kommt, weiß, warum er hierher kommt. Ich meine, wir haben einen emotionalen Verein, ein emotionales Umfeld und solche Emotionen prägen jeder Mensch. Und genauso hat es mich geprägt. Diese Zeit in Aachen war, wie gesagt, nach wie vor sehr emotional. Und das kann, wie gesagt, nur in Erinnerung bleiben und in meinem Fall auch in guten Erinnerungen bleiben. Ja, ab Sommer, auch wenn es jetzt fast Sommer ist, ist noch nicht klar. Also ich bin ja immer noch in der Reha. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch es schaffe, nochmal fit zu werden. Aber klar, man macht sich auch Gedanken, falls es jetzt nicht so weit kommt. Und wenn es dann so weit wäre, dann würde ich sehr wahrscheinlich der Fußball dann erhalten bleiben. Die ganze Zeit ist auch von den Fans, von den Mitspielern, von den Sponsoren, von alles auch beeinflusst worden. Und ich kann nur sagen, dass ich sehr viele super Leute kennengelernt habe. Und es wird nach wie vor eine sehr wichtige Zeit in meinem Kopf bleiben. Das waren sehr wichtige Jahre in meinem Leben. Und ich kann nur Danke sagen.